Das ist merkwürdig. Seit über 150 Jahren dröhnen markerschütternde Knallgeräusche durch Teile des US-Bundesstaates North Carolina. Die sogenannten Seneca Guns sind vor allem nahe der Küste zu hören. Diese Klänge sind so mächtig, dass sie oft Fenster und ganze Gebäude zum Zittern bringen. Sie können zwischen einer und 10 Sekunden anhalten. Zwar konnte die Wissenschaft dieses Mysterium noch nicht klären, doch es gibt Theorien. Die reichen von Erdbeben hin zu schweren Stürmen in der Ferne und Steinbruchexplosionen. Aber auch wenn der Boden jedes Mal erschüttert, wenn dieses Phänomen auftritt, werden währenddessen keinerlei seismische Aktivitäten aufgezeichnet. Bisher kamen Forscher und Forscherinnen zu dem Schluss, dass die rätselhaften Geräusche sich in der Atmosphäre ereignen, nicht auf oder unter der Oberfläche des Planeten. Sollte diese Theorie stimmen, könnten Boliden die Lösung sein. Diese extrem hellen Meteore explodieren oft, sobald sie in die Erdatmosphäre eindringen. Die Seneca Guns könnten auch aus dem Ozean stammen. Manchmal sind gigantische Wellen, die weit von der Küste entfernt aufeinanderprallen, noch dann zu hören, wenn man nicht mal in Küstennähe ist. Pororoca bedeutet übersetzt großes Brüllen. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Rand einer kommenden Flut eine Welle bildet. Diese Welle kann eine Höhe von 4 Metern erreichen und bewegt sich flussaufwärts auf dem Amazonas bis zu 800 Kilometer ins Landesinnere. Kein Wunder, dass die Pororoca bei Surfern und Surferinnen sehr beliebt ist. Manche von ihnen schaffen es, die längste Welle der Welt 33 Minuten lang zu reiten. Doch das ist kein Zuckerschlecken. Die Pororoca zu surfen ist sehr gefährlich aufgrund all des Schutz vom Flussufer. Setzt du erst einmal einen Fuß auf die trockene Erde der Wüste Namib in Namibia, bietet sich dir ein unheimliches Bild. Unzählige kreisförmige Flecken mit einem Durchmesser zwischen 2 und 15 Metern sind über den ausgedörrten Boden verstreut. Sie bilden ein honigwabenähnliches Muster und erstrecken sich über 2400 Kilometer bis zum Horizont. Diese Flecken werden auch Feenkreise genannt. Niemand kann sagen, woher sie stammen, doch die diversen Theorien beinhalten radioaktive Erde und Sandtermiten. Der Patomkrater, auch Nest des Feueradlers genannt, ist ein massiver Hügel im Südosten Sibiriens. Er besteht aus zerschmetternden Kalksteinbrocken, hat einen Durchmesser von mehr als 150 Metern an seinem Fuß und ist über 40 Meter hoch. Die Forschung geht davon aus, dass der Krater etwa 300 Jahre alt ist. Doch sein Ursprung ist ungeklärt. Zu den Theorien zählen ein Meteoriteneinschlag, ein Vulkanausbruch und ein Dampfausbruch. Das Mysteriöseste an dem Krater ist, dass Tiere sich nicht in seine Nähe wagen. An seinen Hängen wachsen kaum Gras, Pflanzen oder Bäume. Es war 1991, als das erste Mal ein skurriles Geräusch im Pazifischen Ozean aufgezeichnet wurde, das später Upsweep getauft wurde. Eines der ungewöhnlichsten Dinge daran ist, dass der Ton sich ständig verändert. Er wechselt von hohen zu niedrigen Frequenzen und wieder zurück. In Frühling und Herbst ist er besser zu hören als in Winter und Sommer. Das Geräusch bewegt sich vom Meeresboden hin zur Oberfläche. Die Wissenschaft hat eine Theorie zur Erklärung des Phänomens. Man vermutet, dass die Aktivität von Unterwasservulkanen dafür verantwortlich sein könnte. Heiße Lava fließt in das eiskalte Meerwasser und kann theoretisch diesen Klang verursachen. Doch Beweise, die diese Theorie bestätigen, wurden noch nicht gefunden. Wenn du von der Küste Kubas zum Grund des Karibischen Meeres tauchst, findest du runde Säulen, gepflasterte Böden und symmetrische Steinkonstruktionen. So sieht nämlich die kubanische Unterwasserstadt aus. Wieso sich in einer Wassertiefe von 610 Metern eine große, verlassene Stadt befindet? Viele Leute glauben, die Ruinen waren einst Zuhause einer lange vergessenen Zivilisation. Doch die Wissenschaft hat daran ihre Zweifel. Die geht davon aus, dass die verlorene Stadt nichts anderes als ein Naturphänomen ist, das vor 5 Millionen Jahren aufgetreten ist. Solche Scheiben- und ringförmigen Strukturen treten oft dort auf dem Meeresboden auf, wo natürliche Gase austreten. Wenn du schon mal das nervtötende Geräusch gehört hast, das ein Kessel macht, wenn das Wasser kocht, hast du eine Vorstellung dessen, wie das Pfeifen klingt. Auch wenn dieser Ton nicht so markerschütternd ist wie andere unerklärliche Geräusche, ist er kaum weniger mysteriös.
Er ist extrem schwer zu finden. 1997 war nur ein einziges Unterwassermikrofon in der Lage, ihn aufzuzeichnen. Zu der Zeit konnten die Forscher und Forscherinnen die Quelle des Geräusches nicht ausmachen. Die wahrscheinlichste Ursache des ungewöhnlichen Tons ist der Ausbruch eines Unterwasservulkans. Aber auch hierfür gibt es wieder nicht genügend Beweise. Stell dir vor, du beobachtest einen Vulkanausbruch, was an sich schon furchterregend genug ist. Plötzlich siehst du ominöse, helle Blitze am Himmel über dem Vulkan aufleuchten. Das hebt dieses gruselige Erlebnis auf eine ganz neue Ebene. Dieses mysteriöse Phänomen nennt man Eruptionsgewitter. Es tritt aufgrund statischer Elektrizität auf, wenn dichte Aschepartikel in nicht allzu großer Höhe aneinanderreiben. Eine andere Quelle befindet sich weit über der Oberfläche, nahe der Stratosphäre. Dort lösen chaotisch bewegende Eiskristalle die mächtigen Blitze aus. Das nächste Ereignis trat erstmals in den 70ern in Erscheinung. Da begannen hunderte Menschen aus Bristol, sich über bizarre Geräusche zu beschweren, die nur nachts zu hören waren. Dabei handelte es sich um ein niederfrequentes Brummen. Niemand konnte es identifizieren oder seine Quelle ausmachen. Doch das Seltsame an dem Brummen war, dass es eines Tages so plötzlich aufhörte, wie es begonnen hatte. Doch nicht bevor auch die Bevölkerung in anderen Städten Großbritanniens ähnliche Klänge gehört hatte. Vor einiger Zeit kehrte das rätselhafte Geräusch zurück. 2015 behauptete eine Gruppe von Wissenschaftlern, sie hätten das Geheimnis des Bristol-Brummens gelüftet. Sie erklärten, dass massive Wellen schuld waren, die den Meeresboden vibrieren ließen. Doch diese Theorie erklärt nicht, wieso das Geräusch nur einige Jahre zu hören war, wieso es verschwand und wieso es schließlich wiederkehrte. Vor der Küste von Belize gibt es eine gigantische Doline. Das ist das Great Blue Hole. Super Name. Das Ding hat einen Durchmesser von über 300 Metern und ist mehr als 120 Meter tief. Vor langer, langer Zeit war dieses Loch eine Höhle. Doch das steigende Wasser hat die Höhle überflutet, bis sie schließlich in sich zusammengestürzt ist. Je tiefer du in das kristalline Wasser des Great Hole eintauchst, desto dunkler wird es. Du entdeckst haufenweise Höhlen voller Stalaktiten. Sie zu betreten ist riskant, du würdest dich hoffnungslos verlaufen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es das Loch nicht mehr lange geben wird. Sandfälle füllen es jeden Tag mehr und verwandeln das Great Blue Hole in eine riesige Unterwassersanduhr. Das Sardinenrennen findet von Mai bis Juli statt. In dieser Zeit schwimmen Millionen von Sardinen Südafrikas Ostküste entlang nach Norden. Du kannst dir sicher das große Fressen vorstellen, das dann stattfindet. Die Wissenschaft weiß erschreckend wenig über dieses Phänomen. Man geht davon aus, dass die Wassertemperatur unter 21 Grad Celsius sinken muss, damit die Wanderung beginnen kann. Haareis kannst du in einer feuchten Winternacht im Wald finden. Es sieht aus wie Zuckerwatte oder eine weiße Perücke. Ungewöhnliche Eiskristalle wachsen auf modernem Holz. Leider schmilzt es alles, sobald die Sonne aufgeht. Erst kürzlich hat die Wissenschaft entdeckt, was Haareis verursacht. Pilze. Diese ermöglichen es dem Eis, superdünne Haare zu bilden und sie über Nacht aufrecht zu erhalten. Ist dieser spezielle Pilz nicht vorhanden, bildet sich statt zerbrechlicher Haare eine krustenähnliche Decke. Bei der Erkundung des Amazonas-Regenwaldes haben Forscher und Forscherinnen gigantische Geoglyphen entdeckt. Das sind geometrische Zeichnungen im Boden. Die Gräben waren bis zu 11 Meter breit und 4 Meter tief. Entstanden sind sie zu verschiedenen Zeiten, die meisten zwischen dem 1. und dem 15. Jahrhundert. Im Norden Boliviens und Brasiliens befinden sich mehr als 450 Geoglyphen. Die ältesten von ihnen könnten vor 3000 bis 3500 Jahren entstanden sein. Die riesigen Erdgebilde wurden sehr wahrscheinlich für Gemeinschaftstreffen und Diskussionen genutzt. Doch noch gibt es dafür nicht ausreichend Beweise. Bandeis bildet sich auf noch jungem Meereis im Antarktischen Ozean oder auf einem See. Es sind zerbrechliche, empfindliche Eiskristalle, die wachsen, wenn sich die Temperatur verändert. Sie ziehen Feuchtigkeit aus der Eisoberfläche und erheben sich dann, wobei sie Bakterien und Salz aufnehmen. Bandeis ist auch zu Hause ungewöhnlicher Mikroben, die in kältesten vorstellbaren Temperaturen überleben können. Auf Antarktika kannst du Bandeis ebenfalls finden. Doch wo immer diese Kristalle gedeihen, die Menschen wissen enttäuschend wenig darüber.
In Dänemark sind die Menschen eine schwarze Sonne gewohnt. Doch dieses Phänomen mit dem gruseligen Namen hat nichts mit Sternen und Weltall zu tun. Jeden Frühling und Herbst beginnen Millionen von Staren ihre jährliche Wanderung. Sie verlassen Schweden, Finnland und Norwegen in Richtung Großbritannien, Belgien und Frankreich. Doch Dänemark hat das Glück, die Sortsol, dänisch für schwarze Sonne, zu beobachten. Die Vögel reisen in riesigen Schwärmen. Das macht es ihnen leichter, Informationen auszutauschen und sich warm zu halten. Vor der Landung vollführen Stare Bewegungen, die an Tanzen erinnern. Damit verscheuchen sie Feinde. Diese besondere Sonnenfinsternis dauert nur 20 Minuten während des Sonnenuntergangs und du musst entweder schnell sein oder Glück haben, um dieses Ereignis zu beobachten.